Er wohnt in Ananas, ganz tief im Meer. Tja, die drei Verrückten vom Erklärungsnotzins. Grüßt euch, Harle Speedy. Hi. Freund, ich hab den Mund voll. Das ist gut. Ich bin unterm Stein. Du musst immer essen. So siehst du auch aus. Wir spielen heute eine SpongeBob-Map. Geil! Golfet, SpongeBob. Once you enter the unknown portal, V-clip around to find the hole. Ja. Hä? Wie hast du durch die Welt gepackt? Ach ja, hey. Alter. Oh krass, was geht denn hier aber, Alter? Hä? Ich glaube, ja, wir hätten in das Portal reingemusst. Na, warte mal. Okay. Ach so, das ist mit Kollision wieder übrigens. Ah, ich habe Kollision. Aber nur! Ja. Ach, kann doch mal nicht. Ah ja! Sieht gar nicht schlecht aus. Dann fängst du wieder von vorne an. Sieht gar nicht schlecht aus. Da ist der Stein vom Patrick. Thaddäus. Ja, der Ananas vom SpongeBob. Ja, gut. Ist echt gut gemacht. Und die große Kramme. Sieht echt nicht schlecht. Echt cool gemacht. Ey, du Arschloch. Hey, hallo. So, vor allem, wo ich mich jetzt hinbuxiert habe. Ich sag auch nicht. Oh. Das ist ja cool. Das sieht echt cool aus, also. Ja, mega coole Map, ja. Oh, mal auf, so. Kann das natürlich. Das ist ein Arschloch. Was? Oh, das ist. Alter. Speedy finished, echt. Du hast es gefunden? Wo ist das Loch? Achum. Use the hands you got wisely. Das musst du doch spüren, wo das Loch ist, Flunder. Wo ist das Loch? Harle, weißt du es? Ah, oh, da hat's auch gefunden, das Loch. Echt? Nein. Da kommt noch nicht rein. Oh, warte mal, ich hab meine Maus gestellt. Echt? Hallo! Du Wurden! Ist es dort drin? Ist es dort das Loch? Aber. Mann, ich hab's schon getroffen, du Arschloch! Ach Gott im Himmel! Was war da drinne? Hat er gezählt, ja? Oh, das ach, dort ist es. Alter, what the fuck ist es, Lee? What? Ja, das ist meistens. Weil ich war bei 10 Strokes raus. Was? Gezählt, ne? Okay. Pff, das aber ist. Nicht mehr das Video gemacht hat, du bist sauer. Das war wieder. Alter, okay, was für ein krasses Goal. Der Übel-Mini. Wo ist der denn jetzt? Okay. Wir sind jetzt auf dem. Wir sind auf dem Patrick seinen Bauch! Sehr, sehr cool! Ich hab Angst! Oh ja! Ja, ja. Was muss ich machen? Ah, Scheiße. Aber ja. Oh, am rechten Hoden ist das Ziel. Oh, ich hab echt immer nicht die Geschichte. Das ist schon. Das gibt's ja nicht! Alter, ich bin zu schlecht einfach dafür. Vor allem, wir rutschen aber rasch zum Hure. Nein! Ich spare dich kleine große Krabbe, du Arschloch. Das gibt's doch nicht! Oh ne, genau, was war denn das wieder? Alter, das ist echt eine Traurigkeit. Aber wie cool es ist, dass wir auf dem Patrick rumkrabbeln. Schon das zählt. Geschafft? Oh, ja. Ich ja aus Glück, aber das ist echt. Also, der Schlauch, den finde ich mega schwer, obwohl das so einfach und kurz ist. So, du ja. Da, dieses übel wenige und trotzdem nicht zu viel und dann noch die Richtung, weil man tut ja irgendwie so, na, wie ich, wie du, ah, so noch rechts abdrehen, so irgendwie übelst glücklich. Also, ich finde es ganz komisch, das Loch. Oder, wenn man geht's nicht, wie immer. Du musst. Wenn er fragt, dann bist du der frustriert. Du musst so relativ weit. Ja, genau. Ich bin ja, ja relativ weit noch links, wie ich ja. Ich bin ja. Mich hat's auch immer so rechts rausgedrückt. Oh, komm! Du Kackpisser! Weißt du, an der Sonntag stehst du Ende, da hab ich's verstanden. Gleich so keinen Bock mehr. Alter, das Gesicht von Patrick. Wann man schafft es, das Baby beim ersten Mal und bei uns geht's ums Verrecken einfach nicht. Das begreife ich nicht. Nee, ganz wenig. Ich glaube, es sei 8 Minuten. Also, ich weiß nicht, Out of Strokes. Ich glaube, da 50 Strokes oder sowas, was du da hast.
Ist aber wirklich, ich fand den Schlag auch schwer, muss ich sagen. Also das Wort glücklich einfach. Also ist es konzipiert als Hole in One, hä? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also du könnt, vielleicht ja, kannst doch. Vielleicht kannst du alle also, machen. Ja, aber das Hole Ziel ist Hole in One. Ja, das Ziel, also das Ziel ist Hole in One auf jeden Fall hier, ja. Oh, verrückt! Ey, willst du mich rollen? Alter, ich raste ja komplett aus. Da muss Beruhigungsnüsse essen, man hört's. Ich schlafe einfach auf das kaputt, ja. Entwickler, Scheißloch, das rotzt, da verhau ich dich. Das ich dir, wenn ich dich jemals den Finger krieg, Junge. Ich grüße geht raus an Rockert, ne? Das Angebot mit der Tastaturmaus. Ja, genau. Wir haben im Übrigen noch niemand da uns sponsert, also Hightech-Computer und so, wisst Bescheid. Rockert. Wir sind also auch. Ja. Die ist nicht Hightech-Computer. Hightech. Dann hast du es doch. Die sind ja nicht Hightech. Hä? Die heißen nicht so. Du meinst die Sponsoren von Kronk, ja? Die hier sind High-End-PC. Nee, es gibt ein High-Tech, High-Tech. Es gibt High-Tech. Ja, Kronk hat aber den PC von High-End-PC. Ja, das kann schon sein, aber ich meine halt wirklich High-Tech. So. Ich dachte von Case King. Ach komm, wir machen alle raus. Case King, sag ich doch. Ja? Was sind wir denn hier? Ist... Ach, beim SpongeBob dahinter. Wo ist das Ziel? Ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, es ist mir ein bisschen zu undurchsichtig irgendwie. Also. Alter, das aber cool gemacht ist. Das Ziel ist unterm SpongeBob. Aber wie komme ich dorthin? Ist das SpongeBob? Nicht hier vorne ist er, das ist auf dem Sessel. Aber wie komme ich an den Sessel ran? Hä? Der ist doch dort. Außerdem ist da übelst gut gemacht. Und auf dem Sitz ist das Ziel. Mit V muss halt gucken, ich kann es halt auch nicht sagen. Aber wie kommen wir dort hoch? Da muss man irgendwie schräg hochkommen. Aber entweder das oder hier bei dem über auf dem Grün das andere Ziel. Kann man springen? Auf dem Grün? Ja. Also oben drüber über dem Tisch. Oben drüber über dem Tisch. Wo ich jetzt hingucke, ja, wo die. Ach, auf die Quallen sind auch alles Ziele im Übrigen, ne? Auf die Quallen sind Ziele. Ah ja, oben auf dem Fisch ist auch ein Ziel, ja. Alter, das ist krank, Leute. Aber sehr gut gemacht, der SpongeBob sieht verdammt gut aus. Ja, aber die Löcher ohne Scheiß, also tut mir leid, aber... Schwierig. Na, what? Oh Gott. Gibt's eine Möglichkeit, wie er dort hochkommt? Also ich hab keine. Also ich probiere jetzt mal in so ein Loch von die Quallen zu kommen. Aber das ist auch mehr ein Glücksding, weil du musst ja schräg drauf und hoffen, dass du irgendwie ja, halt richtig fließt. Ja, aber also bei allen wirklichen Respekt über einen Entwickler, aber... Naja, was soll ich dazu sagen? Ich finde halt optisch mega gut, also hat das SpongeBob-Thema perfekt umgesetzt. Ja, mag ich sein. Aber ich finde die Löcher... Also die Löcher sehr schön. Schwierigkeitsgrad her, schon sportlich. 10.000 gefühlt. Ja, ich finde aber nicht mal unbedingt, dass es schwierig ist. Ich finde einfach, dass es ein bisschen komisch gemacht. Ach so, okay. Aber das ist ja trotzdem, das ist ja echt... Das wäre aber möglich. Okay, das wird eine lange Folge, Golfit. Ja. Definitiv. Ich komme überall hin, aber ich treffe nicht ein Loch. Ich bin schon das dritte Mal in der Qualle, aber ich komme nicht ins Ziel. Ja, ich auch. Ich war auch in der Qualle. Ich verstehe es nicht. Ich war ja gerade auf den Sessel vom SpongeBob zu kommen. Da war ich mich auch fast drauf. Geht auch, aber... Komm! Ja, das ist aber dieser... Das sind echt schwierig. Deshalb wahrscheinlich auch die 50 Strokes. Ich glaube 50 Strokes stand dort. Das ist halt wirklich dann so ein... glückliches Ding. Also das hat wenig mit Können zu tun, muss man dann auch sagen. Das ist einfach ein Glücksding. Alter, man kommt aber nicht weit! Naja, also ich schaff die auch so irgendwie. Ich bin noch nicht drin. Nee. Ja. Ich sag doch, das ist wahrscheinlich dann der Luckpunch einfach. Also dass das halt irgendwie einfach hinkriegst. Aber... Mit Ken hat das wirklich nichts zu tun. Das ist absolut luckig. Ja, du musst einen richtigen Schwung haben, dass du, wenn du zu viel hast, ist scheiße, wenn du zu wenig hast, ist scheiße. Dann noch ein bisschen Winkel. Oh ja, oh ja. Nein.
Oh ja, oh ja, oh nee. Boah, also nee. Glücklich. Na, glücklich. Na, du hast geschafft, Alter, oder was? Am 47. habe ich es geschafft. Alter Schwede, leck mich am Zwickel, ey. Ja, ich bin 29, na klar. Aber übel. Ja, ne, klar, warum brauche ich da, ne? Nee, also das sind wirklich 50 Schläge, oder? Ja, ich glaube. Also das ist echt, also Schwierigkeitsgrad 9000 gefühlt. Okay, was haben wir? Wir sind auf der großen Krabbe. Lieber das Special Legends. Ah! Oh Gott. Okay, wir müssen erstmal runter. Oh Gott. Dann liegt dort hinten der SpongeBob, dann haben wir eine Rampe und dann oben ist so eine... Und auf dem Basketballkorb. Oje, 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 das wird übel. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Ich mache mit 8 Heilige, Penner. Und dann wir beim 10. Schlag kugeln das Ding, du Arschloch. Das war schon knapp. Oje. Na, ich bin vorpositioniert, ja. Du Scheiße. Oh Gott. Jawoll! Ach komm, na klar. Boah, das. Die Idee finde ich aber immer gut. Da ist der Schlag. Ja, ihr müsst wahrscheinlich mal ein bisschen nett hintereinander, sonst schlagt ihr euch ständig. Ja, genau. Das ging aber. Ja, im Verhältnis ging das Loch jetzt. Warte, lass mich doch mal hier. Also, es war dort definitiv einfach, also bei Weitem einfacher als das vorherige. So, was haben wir jetzt? Bleibt oben drauf noch ein Portal. Hätte mich auch mal so, wo du da bist. Okay. Was ist denn jetzt? Aber die SpongeBob-Map an sich ist cool gemacht, also. Da gibt's mal nix. Hä? Oh. Danke. Alter. Nee. Okay, wo die jetzt? Ach du Scheiße. Oh hey. Gott, du bist gerade rausgekommen! Du fick rein. Remember to look around and pay attention as some secrets a may. Ach, fick Maul. Konntest nicht lesen. Fick Maul. Oh. Oh. Aber ich glaube, du musst sowieso wieder raus, oder? Ne, du musst da drunter, ja. Ja, musst du nicht. Komm schon, lauf rein! Lauf rein! Oh, du Fick. Ja, da brauchst du dich aber ganz schön. Es gibt meistens. Ich sag schön. Hast du gedacht, Willi? Mann! Hast du das getroffen, oder? Unten das, ja. An der Zunge ganz unten. Mhm. Flunder, geh mal. Flunder, hör mal auf damit. Ach, dreh dich Scheiße. Um einfach. Komm! Oh, du Dreckiger. Dreh dich mal um, nicht schlagen. Dreh dich mal um. Jetzt guck mal, hinter dir links in die Ecke. Die Ziele sei so klein. Ach, du Scheiße. Alter, die nimmt doch keiner, ach, die nimmt doch keiner wahr. Ja, das hab ich ja gerade gesagt, da verarscht dich ein bisschen. Also gibt doch wahrscheinlich immer so eine Option, die du aber finden musst. Alter, der Patrick schon wieder. Wie der einen Burger hat, das sieht so gut also aus. Optisch und vom Thema her extrem getroffen. Ich finde es mega gut. Aber spielerisch bin ich halt wieder mal einfach zu scheiße. Ist halt, ne, sind ja alle drei. Müssen die? Ach, du musst in dem Burger hat er ein Stück abgegessen und da oben musst du rein. Also du musst über den Burger und dann hinten im Burger wieder rein. Alter, das wird heftig, ja wieder. Das wird wieder. Das wird wieder ein Trickshot. Leck mich am Arsch. Oh Gottes Willen. Ach du Heilige. Trefft ihr mich die ganze Zeit, du Pisser? Naja. Ihr müsst mal aufhören zu schlagen. Das war. Hör doch mal auf, Mann! Ich komm nicht weg. Gut. Du musst mal ganz kurz warten. Pass auf, jetzt hau ich einen Flunder mit weg. Nö, nee, ich stehe. Also ihr habt jetzt die ganze Zeit habt ihr jetzt mich getroffen. Oh. Ihr habt jetzt die ganze Zeit, also ich konnte nichts machen. Jawoll! Oh! Huh! Dann kann ich ja jetzt mal die Zeit nutzen mit V. Vielleicht finde ich ja noch ein Secret. Eins. Hab ich hier aber. Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Nee, ich mein. Doch, ich weiß, wie ich hinkomme. Also ich weiß, ich hab's gefunden. Gibt's noch ein Ding? Ja, hab ich ja gerade gesagt, hab's gefunden. Na dann sagst du aber. Hinter der Rampe! Hinter der Rampe? Ach ja, da unten. Alter. Oh, das ist auch nicht gemacht. Nee, kommst du aber nicht hin. Ach du Scheiße, okay. Oh, die kleinen Ziele. Auf den Bauch drauf. Na gut, du müsstest an den Bauch und vom Bauch zurückrollen. Ja, ja. Oha, das ist aber auch übel. Klingt einfach. Ja, ich schaff das nicht, ja. Ich habe eigentlich muss ich gar nicht rausgehen, weil ich habe da keinen Bock hier.
Seine Schläge, die sind für mich aussichtslos, ja. Ich hab genau wie ihr da reingekommen seid. Das ist halt auch wirklich, also ich finde, also ich muss sagen, das sind für mich zum Beispiel Sachen, das ist glücklich für mich einfach. Also man merkt schon so, okay, das ist zu wenig, das ist zu viel, aber das habe ich generell in dem Spiel bei Golfit. Ich finde, der Unterschied zwischen zu viel und zu wenig ist viel zu krank. Also ja, diese, ich find's geil gemacht. Diese Stärke des... Oh, das war knapp. Diese Stärke des Schlagens ist übelst extrem. Ich mache die Maus manchmal, also nicht nur hier, generell bei Golfit. Hast du manchmal, du tust du ein minimales Stückchen mehr drauf und dann wummerst das Ding gefühlt Kilometer durch die Korde. Und machst du ein Stück weniger, dann bewegt er sich kaum einen Meter. Das ist irgendwie ganz eigenartig manchmal. Also das ist die Folge von mir ever. Du kannst es doch wenigstens probieren. Nee, ich hab's jetzt noch mal probiert. Ich schaff das nicht. Das ist kein Loch für mich. Ich kann nicht. Siehst du das nicht? Ich kann nicht. Ja, ich vor allem verstellt meine Maus ständig die DPI. Zu schnell. Und ich hab's die 5 Schläge eingesteckt, weil ihr mich getroffen habt aus einem Grund. Immer wenn ihr geschlagen habt, hat's mich mit draufgehauen. Ich konnte nichts machen. Hm. Ja, und jetzt der Maus jetzt völlig verstellt. Jetzt hab ich... Hä? Hallo? Nee, das ist sinnlos. Das wird nicht. Tut mir leid, aber... Ist ich versichern, treffe ich nicht. Hm. Komm, lass es sein. Es ist wirklich ein schwieriges Loch, aber ich will... Ach, der Patrick sieht gut aus, ey. Das sieht halt einfach, so könnte er halt wirklich sein. Ja, das war mir so klar. Nee, siehst du? Leider mal da, schaffe ich's. Da war es aber nee, fast dran. Ja, komm, scheiß drauf. Schade. Was haben wir diesmal? Alter, das fucking Gesicht! Sieht das scheiße aus, Alter! Oh Gott im Himmel! Jawoll! Hole in fucking one, Alter! Patrick sieht so scheiße aus! Alter! Aber ich glaube, da gab's. Ich habe, glaube ich, mal eine Folge gesehen oder warst sogar im Pad in diesem SpongeBob-Film. Da hat er echt so dieses bescheuerte Grinsen auf der Fresse gehabt. Ich frage mich immer, wie sie diese. Alter, warum ist das immer so? Wie sie diese komischen Dinger einbauen und die. Also es muss ja irgendwie. Jawohl. Das muss ja irgendjemand die Dinger trotzdem irgendwie erstellen oder bauen oder irgendwas machen mit den Dinger, oder? Also, so ein SpongeBob ist ja jetzt nicht vorgefertigt für das Spiel. Eigentlich nicht, naja. Was da für Arbeit drin steckt in der Kacke, also, das gibt's gar nicht. Tja. Respekt, aber war eine technisch anspruchsvolle Map. Also, das eine Loch ganz am Anfang, das war... Also, weiß ich nicht genau. Ja, gut, okay. Das dritte Loch, da haben wir auch alle drei völlig aus Glück. Also, das mit diese Quallen, ja. Quallen der Fisch oder auf dem Sitz vom SpongeBob, das war auch irgendwie. Ja, random, würde ich fast behaupten. Da was zu treffen, wäre fast unmöglich. Tja, was soll man dazu sagen? Ich gebe einen Daumen hoch, alleine für die. Also für das SpongeBob-Thema. Das hast du auf alle Fälle getroffen. Muss aber sagen, dass ich die Löcher so irgendwie ganz komisch finde, deshalb werde ich hier mal kein Sternchen vergeben. Ich fand es irgendwie das Thema gut, es war optisch genau das, was man erwartet hat, gerade auch dieses Bikini-Button dort. Aber ich fand die Löcher irgendwie so random. Also es war so, gefühlt musstest du keinen Skill haben, sondern einfach, ja, musstest Glück haben. Und, ja, weiß nicht. Das finde ich irgendwie, finde ich nicht so toll, aber das Thema wurde zumindest gut getroffen. Oder sehe ich das nur als einzig oder so? Nö, das war echt nice. Gut. Dann, also ich brauch's eine geile Map. Ja. Die Patricks sahen auf alle Fälle bescheuert aus. Ein Science wie im Real Life. So ist es. Tja, was haben wir dazu sagen? Lasst gerne positive Wertung da, ladet euch selber runter, guckt euch die Map selber an. Und danke fürs Erstellen an dich.
Vielleicht war das ja auch nur eine Beta-Map und du machst noch ein bisschen was rein und verbesserst noch ein bisschen was, kann ja alles sein. Bis dahin, ihr seid gefragt, Daumen da lassen, ciao, bis zum nächsten Mal. Lasst einen geilen Krabbenbrücker da, bis zum nächsten Mal zum Quallenfischen. Tschüss.